Hallo! Schönen guten Abend nach Deutschland! Ich freue mich, dass ihr alle dabei sein werdet. Ich sehe, die Zahl steigt langsam an. Denkt dran, heute unser Jean-Pierre Fuchs. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Ihr könnt ihm alle Fragen stellen, alles, was ihr wollt. Ich glaube, Jean-Pierre ist nicht scheu, der wird euch alles beantworten. Naja, vielleicht, wenn es um Sex geht, weiß ich nicht. Aber alles bezüglich Bodybuilding auf jeden Fall. Und jetzt kommt er und bitte denkt dran, hauptsächlich fragt ihr bitte ihn. Heute geht es um Jean-Pierre Fuchs, nicht so sehr um mich. Und hier kommt der Jean-Pierre auf den Schirm. Hallo, hallo, Jean-Pierre. Hier Hey, bist du. Live. hallo, wie geht's? Wie geht's? Alles gut? Alles bestens. Alles klar, alles klar. So, ich nehme an, du kannst jetzt die Fragen sehen auf der rechten Seite. Kannst du die Fragen sehen? Nein, auf dem Nein? YouTube, gell? Geh aufs andere Window in YouTube. Ja. Okay. Das Link, das du mir geschickt hast, gell? Ja, genau. Im zweiten Window. Einfach rübergehen. Bleib hier drin. Geh einfach nur aufs Window rüber. Ein Moment. Jungs, die Schweiz ist auch am Start. Hallo Ben, schöne Grüße aus Berlin. Guten Abend, ja, zu euch auch. Guten Abend allerseits. Ich muss meine Brille aufsetzen, weil ich sehe gar nichts. Josh Hall, Okay, Crew, Peter Plötz, ich sehe die Trey Fragen, gell? Hunter, Grüße aus der Schweiz. Oh, das ist John Pierce Heimat. Okay, Jungs, so, Jean-Pierre, bester Bodybuilder. Dann legt mal los. Dann lasst mal hören, was eure Fragen, was ihr so wissen wollt. Here we go. Okay, kannst du es sehen, Jean-Pierre? Ich Wie ist sehe, mein. hallo Jean-Pierre und hallo Ben, Grüße aus Köln. Hallo Peter, hallo Uwe. Wer wird die Arnolds in UK gewinnen? Jackson, was ist sein Name? Andrew Jack. Ja, ohne Probleme. Okay. Das ist Ja, nicht der mal wird schon. eine Frage. I mean, Ja, der hat gut. sich so kurz vorbereitet für den letzten Wettkampf. Das Ziel war immer die Arnolds UK. Der Mardi wird besser und besser. Sein letzter Name, Mardi Fitzwater. Fitzwater, yes. Ja, wird wahrscheinlich in Top 3 sein. Und erster Andrew, zweiter Mardi, so wie ich das sehe. Okay. Ich habe jetzt nicht die Macht der Typ aus England, der nicht ausreisen kann. Nein, er macht nicht mit. Macht nicht mit, ja. Du meinst Lionel Bejeki. No, 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 der ist aus Nein? Frankreich. Der ist aus Ah, Frankreich, der ist aus sagst du. Frankreich, der macht auch nicht mit. Ja. Ja, Ja. das ist so, wie ich das sehe. Aber der John Hollingston macht mit da. Mal sehen, wie der aussieht. Ist wahrscheinlich dritter. Er arbeitet mit meinem Freund Patrick. Patrick ist bekannt, dass er in der Lage ist, die Leute extrem zu verbessern. So werden wir sehen. Er war nicht ein Jahr nicht auf der Bühne. Was ich von ihm in der Vergangenheit gesehen habe, wird er nicht Erster oder Zweiter, aber vielleicht ist er viel besser, dann hat er eine Chance, Okay. Zweiter zu werden. Der erste Platz ist weg, außer wenn da irgendwas ganz Verrücktes passiert mit dem Andrew. Ja, der erste Platz ist weg. Okay. Ja, denke ich auch. Oh, hier fängt es an, hä? Stoffkur vor dem Wettkampf, beziehungsweise Offseason. Das hat nicht lange gedauert, hä? Gehen wir mal ein bisschen höher auf zuerst, dass ich da keine verpasse. Ich komme zum Stoff, keine Angst, komme zum Stoff. Warum hat er keinen eigenen Podcast? Ich bin Gast an einem Podcast wöchentlich. Most Muscular heißt das. Es werden ein Haufen alte Jungs über die alten Zeiten reden. Wir bringen so neue Elemente rein, aber wir sind irgendwie besser mit dem alten Zeugs. Diese Woche hatten wir Steve Brisbois, ja, der Ian Harrison, Ah. ja, so All die Zeugs. alten guten Jungs. Yes, Okay. ja, korrekt. Cool. Was hältst du von Michael Criso? Das ist interessant. Ja.
ich glaube, dass er noch nicht bereit ist von der Hinterseite. Ich glaube, dass er Top 5, 6 von vorne ist. Noch ein Jahr braucht, speziell in den Gluteus, keiner, die Rückendichte. Jetzt mal sehen, ich glaube, der geht an die Profi, an den Profi-Qualifikation oder Qualifier in ein paar Wochen. Ich sehe da kein Problem, dass er natürlich Profi wird. Ich glaube, er sollte sich auf die nächste Arnold Classic oder Olympia konzentrieren und nicht dieses Jahr. Ja, er braucht noch ein bisschen, sehe ich auch so. Also, ich soll mich vorstellen, meinte Clemens. Jean-Pierre Fuchs, ich war Mr. Universe in 1994, bin als Profi gestartet zwischen 95 und 99, bin die ersten drei Jahre Top 10 auf Olympia gewesen, Arnold's Classic Finalist, war ziemlich so an jedem European Grand Prix im Finale, Zweiter in Russland hinter Nasser, ja, das bin ich. Stoffkur vor dem Wettkampf in Off-Season. Alright. Sehr einfach. Als Amateur habe ich 500 Milligramm Testosteron in der Woche genommen, 3 Parabolan, 78 Milligramm die Woche und 300-400 Milligramm Primobolan. Nach 4 Wochen bin ich von Primobolan zum Masteron umgestiegen und dann in 4 Wochen später zurück zum Parabolan. 12 Wochen. Testosteron, Primo, Parabolan, Masteron. Das war meine Kur. Manchmal mit dem Masteron, wenn ich ein bisschen mehr Fülle gebraucht habe, als ich von Parabolan wegkam, habe ich 25 Milligramm Dianabol mit dem Masteron dazugenommen. So, das war eigentlich so meine Kur. Die Wettkampfkur war etwas länger. Die ersten 12 Wochen waren das Gleiche, dann die letzten 4 Wochen habe ich das Primo abgesetzt, bin auf Winstrol und Parabolan geblieben, habe ein bisschen Anavar reingenommen, die letzten 2 Wochen Halotestin. Das war so meine Kur eigentlich immer. Wenn immer ich was anderes probiert habe, weil jemand mich probiert hat zu überzeugen, dass dieses und jenes solltest du probieren, bin ich immer enttäuscht gewesen. So bin ich immer wieder zurück auf meine alte Kur mit dem Primo und Parabolan gegangen. Kein Problem, Clemens. Du bist 1994 geboren. Das war das Jahr, als ich Mr. Universe geworden bin. Freut mich, dass du hier bist. Flüssige Kalorien oder nur feste Nahrung? Ich bin 90% mit fester Nahrung geblieben, aber da waren so Momente, wo ich einfach nicht mehr essen konnte oder wollte, als ich so voll war. Ich war nie ein großer Esser, was wahrscheinlich viele überrascht. So manchmal habe ich einen Drink genommen, eine flüssige Nahrung zu mir genommen, aber die flüssigen Nahrungszusätze waren nicht sehr gut zu unserer Zeit, von der Qualität her. Ich habe immer einen Shake genommen nach dem Training. Auch dort die Kohlenhydrate, die wir hatten in den Shakes zu der Zeit, war so Maltodextrin. Das war nicht die beste Qualität. So, ich bin eigentlich 90% mit richtiger Nahrung geblieben. Volumen. Bis 1996 habe ich immer 12 bis 15 Sätze gemacht pro Bodypartie, also pro Muskelgruppe. Und in 1995 habe ich das halbiert, weil ich einfach nicht mehr irgendwie so die Fortschritte gemacht habe. Und ich habe so schwere Gewichte genommen, dass ich ein loweres Volume, ein niedrigeres Volume probiert habe, was mir sehr gut gekommen ist. Sätze, Volumen, ja, ich glaube, ich habe das so einigermaßen beantwortet. Ja. Yeah. So, dann waren das dann nur 7, 8 Sätze für die großen Muskelgruppen, 4, 5 Sätze für die schmalen Muskelgruppen wie Schultern, Arme, Biceps, Triceps. Also fast Mike Mentor-Style, ha? Oh, ich glaube nicht, dass der Mike Mentor wirklich so trainiert hat. Aber nein, hat er nicht, weiß ich. Okay. Was man so weiß, yes, yes. Ja, weiß ich. Intuitiv nach Gefühl trainiert.
Ja und nein. Ich meine, ich habe nie viel geändert. Manchmal, da hat man dann so irgendwie so, war man im Studio, wo es irgendwelche modernen Maschinen gehabt hat, die ich nicht gekannt habe. Dann habe ich die natürlich probiert. Aber im Großen und Ganzen habe ich nie das Training groß geändert. Es waren immer so die gleichen Übungen, eigentlich durch meine ganze Karriere durch. Intuitive Gefühl war mir so, brauche ich einen extra Ruhetag, solche Sachen, aber vom Training her habe ich nie viel verändert. Wie war Nasser so als Mensch drauf? Nasser war unglaublich. Ich meine, da waren zwei Nasser. Der erste Nasser vor 899, der zweite Nasser, der ein bisschen zu lange am Ball geblieben ist und hätte zurücktreten sollen. So, der war dann ein bisschen mehr bitter am Ende, aber die ersten paar Jahre der schlauste Bodybuilder, der intelligenteste Bodybuilder, den ich je gekannt habe. Und mit intelligent meine ich nicht so, dass er jetzt vielleicht unwahrscheinlich mehr gewusst hat, als wir haben. Mit Intelligenz meine ich außerhalb des Bodybuilding. Now, du kannst den Nasser fragen, was weißt du über den Spanischen Krieg? Und der ging los für 2 Stunden. Oh, Ja. wow. So, er hat auch so, ich glaube, der hat alles fotografiert in seinen Gedanken. Der hatte die Möglichkeit, so ein Photographic Memory, dass Wow. der da einfach die Schubladen rausnehmen konnte, als er sie brauchte. So unglaublich. Ja, am Ende war der nur noch grumpy, der war dann nur noch ein Ja, Arschloch. wir haben nicht mehr so viel Kontakt gehabt, außer Telefone, vielleicht alle paar Monate, Ja. weil es war einfach zu mühsam. Ja, klar. Der beste Nutritionist and Trainer. Sehr gute Frage. Der Typ, der Phil Heath trainiert hat aus Denver, was ist sein Name? Ich meine, wenn Ha man. Ami, du meinst Ami Rambot oder Ja, was? ich glaube, der Okay. ist sehr weit oben. Ich meine, man sieht, wenn Ja. als Jay nicht mehr so am Top war, 2008, als er zum Rami rübergegangen ist, kam er back zurück in seine besten Form. Ja. Was er mit Phil Heath gemacht hat, unglaublich. Ich meine, Ja. und jetzt, wenn man so, sieht mit Derek Lunsford, der Yes. ja nie irgendwie nahe an der Bestform war, bevor er Ja. zum Rami gewechselt ist. So, ich glaube, der Richtig. ist so ganz oben. Da sind mehrere andere, die ich erwähnen kann, die sehr gut sind. Patrick Duhr zum Ja. Beispiel. Ich wäre vielleicht besser, Patrick würde ein bisschen mehr an die Wettkämpfe gehen. Aber außer das, jeder, den der übernimmt, verbessert sich tremendously. So, Ich glaube, das ist Neil so. Hill ist auch noch einer der Großen. Ja. Neil Yoda. Dann ist der natürlich, der den Rami trainiert. Was ist sein Name? In Texas. King Kicevskis Mann. Sind so die Top 4, 5 im Okay. Business. Wo lagen deine Schwerpunkte im Cardio-Programm? Ich habe immer Cardio gemacht, das ganze Jahr. Ich habe das Cardio gebraucht, um Spurte zu machen, Sprints zu machen. Jede Cardio-Session habe ich 2, 3 Sprints gemacht, weil ich wollte immer fähig sein, meine maximale Herzrate zu erreichen, dass ich auch sehr, sehr hart trainieren kann mit den Hanteln und nicht irgendwie schlapp mache, weil ich mich nicht erholen kann zwischen den Sätzen. Ich habe während dem Jahr 4-mal die Woche Cardio gemacht mit den Sprints und in der Vorbereitung 6-mal 40 Minuten im Tag. So, ich habe immer viel Cardio gemacht. Okay. Stimmt das, dass du sehr viel gegessen hast, auch Fast Food, und weniger Wasser getrunken hast, um trainiert zu sein? Nein, überhaupt nicht wahr. Ich habe immer unwahrscheinlich viel Wasser getrunken, außer vor dem Wettkampf. Ich habe das mehrmals dargestellt, dass ich leider immer das Wasser abgesetzt habe vor dem Wettkampf. Und dann ging es bergab von dem Tag an. Aber während dem Jahr habe ich immer viel getrunken. Fast Food, ich würde sagen, im Off-Season 1, 2-mal die Woche vielleicht. Ich habe immer. Meistens mit meinem gesunden Ernährungsplan geblieben. So,
Wenn das ist lustig, wenn ihr sagt, wenig Wasser getrunken hast, um definiert zu sein, das habe ich so gedacht. Wenn ich weniger Wasser trinke, werde ich mehr definiert. Wie wir heute alle wissen, ist das kompletter Blödsinn und ich war viel definierter als ich viel Wasser getrunken habe. Ja, das stimmt. Findest du, dass heute zu sehr eine Wissenschaft gemacht wird über Training und Ernährung? Nein, finde ich nicht. Wir müssen uns vorwärts entwickeln. Ich glaube, dass da nicht genug Wissenschaft da ist, wenn es darum geht, wie man bestens trainieren soll. Und wenn da irgendwelche wissenschaftlichen Experimente gemacht werden, wird es gemacht mit den falschen Leuten, mit Leuten, die nicht halbwegs so aussehen wie wir. Nein, ich glaube nicht, dass das zu viel ist. Mehr zur Supplementierung. Redest du von natürlichen Supplementen oder anderen? So, wenn es um natürliche geht, da glaube ich an die großen vier: Multivitamine, Mineralien, Omega-3, Omega-6 für die Erholung, CoQ10 fürs Herz und Fasern. Ich bin sehr mit den Fasern. Auch da in meiner Familie gibt es Darmkrebs. Und so die Fasern hoffentlich helfen mir, um die Ernährung aus dem Magen rauszubringen oder was immer die Reste, die an den Magenwänden kleben. Okay. Chet Nichols, das war der Name. Danke dir, Dennis. Ja, Chet Nichols ist auch natürlich ganz oben, wenn es um Trainer geht. Chet Nichols jedoch hat nicht so einen. Macht nicht eine Micromanaging kind of thing. Das ist mehr so fürs Grobe. Der hilft dir ums Grobe. Ich habe mit Linda Murray geredet, als sie zu ihm gewechselt ist. Und der ist da nicht, dass er dir da irgendwie detaillierte Pläne schickt jeden Tag. Der erwartet, dass du so viel wie möglich selber machst und dann so mit den wichtigen Sachen, da kommt er rein. So sehr, sehr Okay. guter Trainer. Warst du das ganze Jahr über an? Nein, auf keinen Fall. 12 Wochen an, 6 Wochen raus. Und wenn ich nur einmal im Jahr gestartet bin, dann habe ich 3 Monate abgesetzt. Nicht direkt nach dem Wettkampf. Nach dem Wettkampf habe ich nochmal so eine 4 Wochen Kur draufgelegt, was ich heute nicht mehr machen würde, da der Körper already so anabolisch already reagiert nach dem Wettkampf mit der Ernährung, mit dem Essen. Ich glaube nicht, dass es das nötig war. Heute würde ich vielleicht noch 4, 5 Wochen hart trainieren nach dem Wettkampf, um das auszunutzen, ohne etwas zu nehmen und dann vom Stoff runterkommen. Aber 3 Monate war ich total ohne Stoff, wenn ich nur einmal im Jahr mitgemacht habe. Wenn ich die Arnold's Classic und den Olympia gemacht habe, war es natürlich ein bisschen schwierig. Dann hatte man nicht viel Zeit nach dem Olympia. Aber nein, ich war nie das ganze Jahr drauf. Heiko erzählt, dass du ihn gecoacht hast. Stimmt das? Ich probiere mich dazu zu erinnern. Wir hatten einen sehr nahen Kontakt und wir haben sicher sehr viel gesprochen über, wie ich die Sachen mache, was er macht. Ja. Aber ich habe eigentlich nie so richtig jemanden gecoacht zu der Zeit. So, du zahlst mir, ich schicke dir Pläne, so in dem Sinn, wenn du das verstehst, was Coaching ist. So, vielleicht kann der Heiko das besser beantworten, da ich einfach mich nicht mehr Oh ja, Jean-Pierre, warte mal. Es kann ja sein, dass der Ben heute vielleicht noch eine kleine Überraschung hat. Und das würde ja jetzt eigentlich total passen, wo wir jetzt gerade auf dieser Frage waren. Und hier ist jemand für dich, der mal Hallo sagen will. Heiko, Ich bin hier, wie bin geht's tatsächlich denn? zum Ende. Habe ich dich trainiert? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Wie jetzt? Du kannst dich an solchen Spitzensportler Ich kann mich natürlich an den Sportler erinnern. nicht Aber erinnern? Du hast mich zur Deutschen vorbereitet, also mit sieh, vorbereitet. so jetzt haben wir das für alle Zeiten beantwortet. Ja, da bin ich internationaler deutscher Meister geworden. Ich war ja beim Klaus Maibaum im Olympic gewesen und wir haben uns ja dann bei dem Gastposing mal kennengelernt und haben ja dann Kontakt aufgenommen und dann hast du mich da tatsächlich unterstützt, ne? Also Bitte, du hast mich. Heiko, sage mir, dass ich dir nicht das Wasser weggenommen habe vor dem Wettkampf. Nee, das habe ich selber gemacht. Das hat mir mein anderer Trainer, Okay, der okay. Falco, der hat mir das weggenommen. Habe ich dann 3 Tage mal nichts getrunken eben, ne? Ja, das habe ich auch Du bist noch mitbekommen. mal Also, abgeworfen.
Drei Tage, holy shit. Ja, ich habe Samstag Wettkampf und Mittwochabend musste ich aufhören zu trinken. Oh, ja, das ist ja, ja Hammer. Das war eine Grenzerfahrung, würde ich auch so wahrscheinlich nicht mehr handhaben, weil das war jenseits von Gut und Böse. Also da drehst du einfach durch, du drehst komplett durch. Hunger ist ja ein Scheißdreck dagegen. Ja, es wäre was anderes, wenn es funktionieren würde. You know? Ich war viel besser mit Wasser. Ja, ich habe viel besser ausgesehen. Und dann, wenn man das Wasser wegnimmt, so ich kann mich so erinnern, im Hotelzimmer, wenn ich da so pose vor dem Spiegel, wenn ich langsam dünner werde, die Fülle verliere, sieht es hart aus. Und dann manchmal ging ich dann hinter die Bühne und ich habe gedacht, die Jungs seien ein bisschen fett. Ja, ja, dachte ich auch. Aber ich war so trocken, aber dann als die auf der Bühne waren, die haben voll und hart ausgesehen und ich war einfach ausgedörrt von dem Wasserentzug. Weil an der europäischen Tour konntest du natürlich nicht drei Tage das Wasser wegnehmen, da manchmal drei Wettkämpfe in drei, vier Tagen stattgefunden haben. Da musste ich etwas trinken, so habe ich auch viel besser ausgesehen. Ja, ja, na, bei mir war halt der Hintergrund oder der Sinn der Geschichte sollte eigentlich sein, dass ich komplett mein subkutanes Wasser komplette Muskel reinzieht. Also dass ich da wirklich, und ich hatte auch immer diesen ziemlichen Dry-Look, kannst du ja vielleicht dran erinnern. Also ja, ja. Trocken war ich ja immer wie ein Schwein. Und das war halt dem auch geschuldet. Ich habe auch zum Beispiel gar null mit Salz gearbeitet. Null. Die ganze Vorbereitung nicht. Also alles anders gemacht wie die anderen. Wie gesagt, ich würde heute wahrscheinlich ein paar Sachen umändern. Aber zu der Zeit hat es halt so weit funktioniert. Ich war ja nur auch kein leichter Athlet. War ja auch über 125 Kilo oder um die 125 Kilo. Und deswegen alles fresh. Absolut. Wollen wir mal zurück zu den Fragen hier? Ja, ja. Und ihr könnt auch Fragen an Heiko stellen, glaube ich. Also ja, an beide, wenn ihr wollt. Wie lange waren deine Off-Season-Cycles? 12 Wochen. Und dann meistens 6 Wochen Pause. Kommt mir etwas drauf an, wie lange weg vom Wettkampf es war. You know. So, meistens war es 12 Wochen on, 6 Wochen off und dann für die Wettkämpfe war ich 18 Wochen drauf. Hattori jetzt wirklich so wenig, aber so extrem intensiv trainiert, ja, 100% ja. You know. Er war ein absoluter Freak, genau richtig. Wenn ich mit Dorian heute rede, bereut er das etwas? Er würde, wenn er zurückgehen könnte, etwas mehr Volumen machen, etwas weniger intens. Er sagte mir mal, ich hätte 10 gewinnen können, wäre ich nicht auseinandergefallen. Ja, ja. Am Ende hatte der wirklich mit den Triceps, den Biceps, Muskelrissen. Ja. Hätte er 10 gewinnen können? Ich glaube ich nicht. Nein, glaube ich nicht. Ronny war zu gut. Ja. 98, 99. Vor allen Dingen 98, 99, Ronny war so gut. Ja. Also 98, Dorian hat immer noch gewonnen, weil wenn du die von Runde zu Runde die Punktzahlen anschaust, die Kampfrichter haben etwa zwei Runden gebraucht, bis die realisiert haben, wie gut der Ronny ist. Der war ja schon 17 Punkte hinter dem Wheeler, bis sie dann endlich das umgedreht haben. Bei Dorian wäre es wahrscheinlich zu spät gewesen, Dorian in guter Form. Da wäre wahrscheinlich dann irgendwie Dorian hätte gewonnen, Ronny wäre Zweiter geworden, die ganze Welt wäre empört gewesen und 99 hätte Ronny gewonnen. Aber es ist alles spekulativ. Ja, das stimmt. Wie trainierst du heute? Heiko, wie trainierst du heute? Sehr moderat. Ja. Also, natürlich. Wie ein Mädchen, bestimmt. Ja, du lachst. Ist tatsächlich so. Ne? Also die Gewichte, das sind eigentlich Mädchengewichte für mich. Ja. Natürlich weit, weit weg von der Intensität von damals. Einfach, das ist der Regeneration geschuldet, weil die kommt einfach nicht mehr hinterher. Ich würde auch keine 5-mal hart trainieren die Woche mehr schaffen. Also wenn ich 4-mal hinkriege, dann ist das okay. Und dann, gut, für andere ist es wahrscheinlich immer noch viel, aber für das Volumen, was ich damals gemacht habe, ist das natürlich ein Witz. Und ja, also 4-mal gehe ich schon, mache jetzt auch Cardio wieder vermehrt, also für Herz-Kreislauf, solche Sachen nehme ich ernst, weil wir sind ja nun mal keine Teenies mehr, wir müssen ja auf solche Sachen jetzt achten und mit einbauen. Und ja, dementsprechend sieht das Training halt so aus. Ja, bei mir ist es ähnlich, 3-4-mal die Woche kann man kaum Training nennen.
Launen dort um das Studio rum. Ich mache immer so etwas Arsch, wenn ihr den Arsch etwas, you know, dass ihr da nicht total runterhängt. Ich probiere so 4-5 Mal die Woche auf dem Fahrrad zu sein, eine Stunde. Und damit meine Frau nicht total ausflippt hier, mein Fahrrad hat einen Motor. Ich verstehe das. Aber wenn der Wind in meinem Rücken ist, schalte ich den Motor aus und ich spurte. You know? Das mache ich dann so 6-7 Mal während der Stunde. You know? Ich höre sie schon schreien im Hintergrund. Sein Fahrrad ist nicht richtig, ist nicht ein richtiges Fahrrad. Warte mal, wie hießen die Dinger? Solex oder so früher? Die gab es dann, Fahrrad mit Hilfsmotor. Ja, dieses ist ein bisschen more modern mit Batterie. Schäm dich. Ja. So, ja. Würdest du deinen Amateuren raten, zwischen den Kurentier, die es machen, oder abzusetzen? Wie habt ihr das früher gemacht? So einmal im Jahr habe ich total abgesetzt und die anderen, während den anderen Kuren habe ich ein Minimum Testosteron genommen mit etwas ACG oder Novadex. Würde ich heute immer noch so machen. Ja, da hat sich eigentlich nicht viel geändert. Ich glaube nicht, dass es zwischen Kuren eine gute Idee ist, total abzusetzen. Ja, Bridgen, bin ich auch der Meinung, sollte man auf jeden Fall machen, kann es rausgehen. Ist sogar eher kontraproduktiv, glaube ich. Ja. Hast du Cardio als Laufen gesprintet oder auf dem Laufband gemacht? Auf dem Stepper meistens habe ich das Cardio gemacht. Ja, bei mir war es dann der Stairmaster irgendwann, weil ich gesehen habe, die Amis machen das alles und dachte ich, okay, cool, muss ich es auch machen. Nimmst du heute noch Stoff? 100% nicht. Ich habe zum letzten Mal, also ich bin auf Testosteron Replacement, 100 Milligramm die Woche. Ich nehme regular HCG, um irgendwie so ein bisschen Sperma zu behalten und nicht so Blanks rauszuspritzen. Ich glaube, das war nicht zu viel Information hier. Aber überhaupt keinen Stoff. Nein, ich nehme Peptides. Ich mache so 80 Tage Zyklus mit IGF, LR3, Kisspeptin 10, das hilft meinem Testosteron. Und dann nehme ich Peptides gegen Inflammation und für meinen Magen. BPC 157, TB 500 und KeyPV. Das ist, was ich heute mache, aber überhaupt keinen Stoff. Ja, ich auch. Aber ich nehme Stoff. So. Trainierst du noch? Momentan auch ganz raus. Ja. Heiko, du bist immer noch ziemlich big, ja? Nein, das täuscht. Ich bin auf 115 Kilo und das hat nichts mit Big zu tun. Das ist jenseits von Gut und Böse für mich. Ja. Also man hat dann tatsächlich so ein bisschen seine Problemchen, ab und zu mal in den Spiegel zu gucken. Ich habe mein großes Problem ist halt, ich habe einen sehr schlechten Hauttyp. Ne? Meine Haut, die hat sich nicht so angepasst mehr wie bei Dennis Wolf zum Beispiel. Ja. Und ich denke mal, weißt du, von was ich rede, und das ist so, aber ansonsten, ja, wie gesagt, Bauchmuskeln kann man immer noch sehen, aber ist auch das Einzige, was ich kurz sehen kann. Jemand fragt mich hier, was ich heute so wiege. Ich wiege zwischen 105 und 108. Wow. Mit 104,5 sieht man. Ich bin schwerer wie Jean-Pierre Fuchs. Ja. Aber du bist auch viel größer als ich, oder nicht? Nein, 1,80. 1,80, 115 Kilo, bist du immer noch ganz schön gewaltig. Ja, ich weiß es ja immer noch. Ich kann es ja sehen, er ist immer noch voll. Komm jetzt. Ja. Schön, voll ist anders. Ich hatte sonst immer so die ganze Zeit, immer permanent die ganzen Jahre, ob ich trainiert habe, nicht trainiert habe, ob ich Stoff genommen habe, keinen Stoff genommen habe, hatte ich immer meine 122 Kilo. Du bist ein richtiges Schwergewicht. Das ist einfach so, gell? Genau. So. Wahrscheinlich. Ja. Du warst mit Rühl, Dille, Nasser, Coleman, der Massigste der 90er Jahren. Ja, Rühl war eigentlich sehr Rühl mehr als so 2000. Der kam so Ende der 90er Jahre. Ja, das war 2000. Der war irgendwie, 2000. Als ich mit ihm auf der Bühne war, da war er noch nicht ganz so riesig, aber schon sehr, sehr gut. Aber ja, ich war ein Massmonster in den 90er Jahren, absolut. Ein großes Vorbild. Ja, danke dir. Wo ich dich das allererste Mal in Kiel gesehen habe, beim Gastauftritt, da ist mir bald das Essen aus dem Gesicht gefallen. War das dann der Deutsche? Irgendeine Meisterschaft war das in Kiel, um Norddeutsche oder
oder China, ich weiß es nicht mehr. Da ich die das allererste Mal gesehen habe, haben wir auch dann unseren Kontakt danach verfestigt. Das war so abartig gewesen. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie ein Mensch so massiv sein. Ich habe auch gesagt, das wird der nächste Mr. Olympia. Das ist ja unglaublich. Und dann musste ich das unbedingt toppen. Und dann habe ich es in einer Off-Season geschafft, über 150 Kilo zu wiegen. Vielleicht erinnerst du dich noch, wo wir beide über den Kiez gewackelt sind da. Das muss ja ein Kulturschock für die Leute gewesen sein. Du in Hamburg warst, bei mir da auf St. Pauli. Und dann im Olympic da deine Gastvorführung hatte. Ja, du wolltest mich da irgend so in ein Haus stecken, außerhalb St. Pauli. Und ich sage, nein, ich möchte hier bleiben. Ich möchte hier, das ist genau, wo ich wohnen will. Über dem Restaurant, der Goldene Handschuh. Goldene Handschuh, genau. Ja. Darüber habe ich gewohnt. Das ist genau, wo ich wohnen will. Ja, das war super. Ich habe nicht viele Gastauftritte in Deutschland gemacht, an Meisterschaften. Ich kann mich erinnern an den Deutschen. Der Busek war total wütend, wie ich ausgesehen habe. Ich war so schwer. Der hat es genannt, das ist der Tod des Bodybuilding. Also warst ein bisschen fett, meinst du, nicht schwer? Ich glaube, die Hälfte der Leute haben das super geil gefunden. Ich war nie richtig fett, ich war wässrig. Ich war nie richtig, richtig fett, wenn es kommt, fett im unteren Rücken oder so. Und in Deutschland war das so merkwürdig zu der Zeit. Die wollten so irgendwie von den massigen Typen weg. Der Markus hat den Gesamtsieg verloren gegen so einen kleinen Typen. Ah, ja, genau. Der nie was geworden ist, richtig, ja, richtig. So ein totaler Witz, Ich habe gedacht, der Markus ist ein junger Gastposer aus Deutschland. Ich habe den nicht gekannt, dass er sich aufgewärmt hat. Und dann haben sie gesagt, nein, das ist der deutsche Meister im Schwergewicht. Das kann mich genau an den Tag erinnern. Und Busek war so wütend. Aber guck mal, Dorian Yates in der Offseason auch immer aus wie ein Schwein auf der FIBO oder so. Ja. Aber da waren die ganzen Funktionäre in Deutschland, so die alte Garde da, Erich, Jana und wie sie alle hießen, die wollten, wie du schon gesagt hast, die wollten da tatsächlich so ein bisschen weg und wollten das alles hübsch halten. So die 90-Kilo-Leute, das waren ihre Lieblinge, die haben sie geliebt. Und dann so eine schweren Leute haben sie schon so ein bisschen mit Zähne knirschen. Deswegen haben sie mir dann, nachdem bei der WM meine Pipi positiv war, haben sie mir die Pro-Card, also haben alles dafür getan, dass ich die Pro-Card bekomme und mich nicht weiter da bei den Amateuren rumtreibe, dass ich ja weg von der Bildfläche bin. Und so bin ich ja Profi geworden, mehr oder weniger, durch ihren Zuspruch. Ne? Die haben sich dann bei Randy Millia gemeldet und haben das Ding angemeldet da. Und dann bin ich 2000 Profi geworden. Und das war furchtbar, die Ansichten der Leute. Also die haben auch mal den Klaus Maibaum, kennst du ja auch, der Trainer aus dem Olympic, den haben sie mal gefragt, würdest du so aussehen wollen wie ein Dorian Yates? Würdest du das wollen? Hat er sofort, wenn ich Baumrinde dafür fressen würde, müsste oder Hundescheiße, sofort würde ich das machen. Ich meine, ich würde gerne wie Flex wieder aussehen. Ich wäre gerne nicht so schwer geworden, aber du hast einen Körper und dann musst du mit dem machen, dass du irgendeine Chance hast, um zu gewinnen. Ich bin befreundet mit Samir Banut. Samir Banut zeigt mir immer das Mr. Universe Video, als ich die Amateurweltmeisterschaft gewonnen habe. Und er sagte, das war viel, viel besser. Ich hätte keine Chance am Olympia gehabt. Nein. Weil die Taille sehr, sehr schmal war. Der Dorian war das Beispiel und ich habe eine ungefähr gleiche Veranlagung. Klar hätte man die Midsection besser kontrollieren können und so Sachen und hätte man nicht unbedingt so schwer werden müssen. Aber ich war einer der Ersten, die so weit gegangen sind. So, wir haben da nicht so alles genau gewusst, mit der Wahl der Nahrungsmittel, mit dem Insulin, wie ich es am Schluss gebraucht habe. Klar hätte man dann ein paar Sachen anders machen können, aber ich war einer der Ersten, der so schwer war. Ich habe das Beste gemacht, wie ich es gewusst habe. Du hast eigentlich, warst du Wegweiser gewesen in der Open Class, damals warst du ja noch nicht Open Class. Und du warst der erste Freaky, so. Ja. Also von den Ausmaßen her. Und viele haben sich, so Leute wie ich halt auch, und da gab es ja noch viele andere, die haben sich daran ein Beispiel genommen, die wollten einfach so aussehen, das war Bodybuilding für uns, massiv zu sein, bis der Arzt kommt. Wenn die anderen Leute gesagt haben, was ist denn das, dann wussten wir sind auf dem richtigen Weg, das ist geil, wir machen gerade alles richtig. Und die Schönlinge,
Ja, zum Glück haben sie das jetzt selektiert, so ein bisschen, damit die auch da ihre Daseinsberechtigung haben. Ich bin ja so ein totaler Klassik Oldschool-Fan. Physik. Nein, 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 du weißt, was ich meine. Hast du gesehen hier, der Milosch hätte kürzlich in einem Podcast dich als Beispiel genannt, dass Steroide niemanden umbringt? Ist das richtig? Ist das wahr? Nochmal bitte. Sagt Heiko, Milos Sarchev hat dich kürzlich im Podcast von Dennis James als Beispiel genannt, dass Steroide niemanden umbringt. Aber meine Aussage. Wenn du Ja. wüsstest, was ich als Amateur gemacht habe, ich habe es ja, glaube ich, sogar mal gesagt Ja, damals, ja, das ja. ist jenseits von Gut und Böse gewesen. Als Amateur, wie gesagt, eine Saison mal, da habe ich probiert, was geht. Und da war ich dann, ja, so bei 12 Gramm die Woche circa. Und war alles schick, alles gut, Blutdruck war in Ordnung, alles super, habe mich kontrollieren lassen ständig. Gut, allerdings, wenn es darum geht, ich werde auch manchmal als Beispiel gebraucht, dass Steroide, es kann nicht so schädlich sein. Ich bin nur, oder wir sind nur in unseren 50er Jahren. Das Endergebnis ist noch nicht da. So hoffen wir, dass wir alle davon kommen. Aber wir müssen auf jeden Fall dranbleiben und das Cardio machen und die Herzteste machen und das Zeug sehen aus. Ja, das mache ich auch alles. Aber was ich damit sagen wollte, ich glaube persönlich, durch meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe, dass das tatsächlich junge Menschen abkönnen. Du musst es dann im Alter verändern. Umso älter du wirst, umso mehr musst du verändern, nach unten korrigieren. Als Profi habe ich es ja sowieso, du hast mir das ja dann beigebracht, eigentlich, Jean-Pierre. Du hast ja, wo wir zusammen gearbeitet haben, ich habe ja auf einmal verschwind gering. Vielleicht ein Drittel nicht mal von dem genommen, was ich als Amateur genommen habe, bloß halt viel sortierter und mit Sinn und Verstand, weil du warst ja der erste Mensch, der mir Genau, zeigen wie ich konnte. das immer gesehen habe, ist, ich hab da immer ich habe einen Mentor gehabt, Harry Derglin, der war eigentlich einer der ersten Master World Champions über 40. Sie haben mir gesagt: Okay, Jean-Pierre, du kannst mehr nehmen und es wird mehr nützen. Aber was machst du in 2, 3, 4 Jahren? Ja, das ist ein 5, 6, 7 Jahre Projekt. So, dein Körper wird sich an die höheren Dosierungen gewöhnen und dann brauchst du die ständig und dann hat er mehr und mehr Side-Effekte. Dann habe ich auch immer so gehört, dieser nimmt das und dieser nimmt dieses und dieser nimmt das. Einer, der bekannt war, keine Ahnung, ob das richtig ist, ob das richtig ist oder nicht, war Barry DeMay. Der nimmt 6.000, 7.000 die Woche. So, dann bin ich an ein Barry DeMay Guest Posing hingegangen. Ich ging hinter die Bühne, habe ich ihn gesehen. Ich dachte, okay, wenn der 6.000, 7.000 nimmt und ich bin jetzt schon größer als Junior, so dann lasse ich den das mal machen. So, natürlich kann es auch sein, dass es totaler Blödsinn war und der nie so viel genommen hat. Aber Glaube die ich auch Holländer, nicht. die waren schon kleine Kinder von Traurigkeit, Ed van Amsterdam und so, die waren schon alle gut unterwegs. Ja, glaube ich schon. Aber der ist einer aus den 80ern, ich weiß es nicht, du, damals Ja schon gut, so. dann kommt die Genetik dazu, denn dann kommt die Genetik ins Spiel auf einmal. Und da kannst du nehmen, was du willst. Barry DeMay war stark limitiert gewesen, was das angeht. Bei dir, wie gesagt, hat es komplett anders funktioniert, glaube ich auch. Und Markus zum Beispiel wurde auch immer unterstellt, sonst irgendwas Krankes zu machen. Sicherlich war er auch kein Kind von Traurigkeit, waren wir alle nicht, aber bei Weitem nicht das, was die Leute vermuten, ne? Ja. Heiko, was würdest du heute anders machen? Ist hier eine Frage, die ich hier sehe. Ich würde mir die Haare nicht mehr blond färben. Nein, also ganz ehrlich, ich würde tatsächlich ein bisschen mehr Gas geben mit allem als Profi. Ich würde im Training gar nicht unbedingt was verändern, weil ich hatte eine gute Trainingsrange gehabt. Ich habe von 3 bis 30 Wiederholungen in jedem Training gehabt, in jeder Übung. Also ich habe Trainingssysteme ausprobiert, vereint, unwissentlich, also aus dem Instinkt raus. Volumen war immer drin. Wir haben schwer trainiert wie die Schweine, weißt du ja selber. Und wie gesagt, ich würd einfach nur essenstechnisch die Messlatte nach oben korrigieren. Ging eigentlich nicht mehr. Aber ich würde noch mit ein paar anderen Sachen arbeiten. Ich habe ja zum Beispiel nie mit Insulin gearbeitet, außer wo wir da mal was probiert haben zur Deutschen.
Aber das war ja auch so, glaube ich, langes gewesen, also was man jetzt gar nicht so richtig kontrollieren konnte. Solche Sachen, ich würde es auch anders machen mit dieser Geschichte zum Beispiel, wie viele Vorbereiter das machen. Ne? Ich würde nicht nur vor dem Training oder nach dem Training oder so, ich würde es wahrscheinlich sogar in Mini-Dosierung zu den Mahlzeiten noch mitgeben, dass das einfach noch mehr, noch schneller in Muskel ankommt, ja, alles. Ja, das habe ich eigentlich alles so gemacht, aber wir hatten natürlich nicht so das 1-2 Stunden Insulin, Fias wie heute. Na, unser kurzes Insulin war 4, 5, 6 Stunden. Aber ja, ich übereinstimme mit dir. Was ich anders gemacht hätte, anders machen würde, ist ganz einfach. Ich hätte Chet Nichols' Number gewählt. So, komm rein, 4, 5 Wochen okay, vor dem Wettkampf und hilf mir, was Joe Biden mir immer gesagt hat. You know, und dann hätte ich die Fehler nicht gemacht, die letzten 2, 3, 4 Wochen. You know. Ja. Hätte mehr so eine Karriere wie Wolf gehabt, aus den meine. You know, das wäre der Unterschied gewesen. Weil also, ich hatte absolut das Potenzial, wenn man an die Fotoshoots sich ansieht vor den Wettkämpfen, jedes Mal in den ersten 3, 4 zu sein, nicht 7., 8., 9., you know, weil ich einfach so viel verbockt habe. Das ist der einzige Unterschied, aber ich brauchte nie jemanden, der da reinkommt und mir sagt, wie ich trainieren soll und wie heute und wenn ich aufs Klo gehen soll und diese Sachen, you know. Mit der aber ich glaube, wenn du wirklich einen richtigen Trainer gehabt hättest oder Guru oder wie man es auch immer nennen will, ja, wärst auf jeden Fall ganz vorne beim Präsentation. Ich hätte an der Präsentation gearbeitet. You know, manchmal war ich auf der Bühne und ich wusste nicht mal, welche Kassette ich denen gegeben habe. You know, dann hat die Musik angefangen und dann, oh mein Gott, you know. Und dann siehst du das Video, das du heute gezeigt hast vom 97 Olympia. Yeah. You know. Meine Midsection war gut, ist nur die Konzentration ist nicht da. Ich bin nie im Moment. Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, da schnaufe ich raus. Und, ja, aber da wäre nie ein Problem, hätte ich die Konzentration. Du lebst im Moment. So, heute könnte ich mir gut vorstellen, dass ich da zum Lila Brada gehe und sage, hey, let's mal posen hier. You know? Yeah. Jede Drehung ist irgendwie so ein bisschen off. You know? So, das ist einfach irgendwie wie schade, diese Sachen. Aber vom Training, vom Stoff, vom Insulin, all die Sachen, ich sehe nicht, was ich da irgendwie anders machen hätte können, you know, so. Entschließe ich mich auch an nochmal, was die Präsentation angeht. Ich würde auch extremst darauf achten, was das hat ja Dorian in einer Bravour geschafft, jedes Mal. Die ganze Zeit, wo der onstage war, hat er eigentlich seine Mitte kontrolliert. Ja. Wir, ne, wir haben ausgeatmet, haben wie die Schweine da gestanden. Wir haben eine ganz andere Linie gefahren, hätten wir die Mitte kontrolliert. Und hätte mir das damals jemand gesagt, verständlich gesagt, dann hätte ich das natürlich, weil damit steht und fällt ja alles bei uns schweren Leuten. Ne? Ob du ausatmest oder ob du einatmest und ein schönes V bildest, auch von der Seite. Ja, das wäre das Einzige, was ich verändern würde, weil ich bin ja auch so ein Arbeitstier, da hätte ich mir dann auch jemand gesucht, wie du gerade gesagt hast, der sowas richtig perfekt kann. Dich hinstellen, weil, guck mal, wir schuften das ganze Jahr, wir schwitzen Blut und Wasser und keulen uns tot und spritzen uns voll Stoff und dann sind wir nicht in der Lage, diese geilen Körper zu präsentieren. Ja, ja. Wie doof ist das eigentlich, ne? Und dann, aber, ich habe eine unwahrscheinliche Kondition gehabt, wenn es ums Posen ging. Ich habe bis zu einer Stunde im Tag gepostet. Ja, ich auch. Aber ich habe das nie aufgenommen auf einer Videokamera. Ja. So, wenn ich dann irgendwie angefangen habe, Sachen falsch zu machen, habe ich die dann wirklich falsch gemacht, weil ich mich so lange falsch trainiert habe. Ich habe jeden Tag mindestens eine halbe Stunde die Grundposen gemacht. Ja. Ja. So, ich konnte da oben stehen, der Wettkampf konnte Stunden dauern. Ich habe mal an der Amateurweltmeisterschaft 6, 7 Versuche in der Reihe gehabt, genau, einen nach dem anderen. Und habe kaum geschnauft. You know, so, von dem her war ich voll vorbereitet. Einfach die Konzentration war nicht dort. You know. Aber glaubst du nicht, Heiko, in deinem Fall hätte es auch darauf angekommen, wer es dir gesagt hätte? Sag mal, wenn das jetzt so ein normaler Typ gesagt hätte, Heiko, pass mal auf, dein Bauch steht ein bisschen raus, pass mal auf. Oder ich glaube, da hätte schon jemand sein müssen, der auch was darstellt, oder denkst du nicht? Ja, zumindest dem ich vertraue, was das angeht. Ne? Das ist ja von jedem dahergelaufen, der will ich mir nicht sagen. Also ich sage, was willst du, bist du jetzt nicht. Aber jetzt zum Beispiel Klaus Maibaum oder der Falco, den ich damals hatte oder so, hätten die mir das eingetrichtert, so wie das Training, dann hätte ich das auch so beherzigt wie das Training. Also dann wäre ich so nicht rausgelaufen. Ne? Aber gut, dann kommt
ja immer noch, weil ich habe zu Hause mit Kamera trainiert und geübt und gemacht und mir das angeguckt, aber auf der Bühne kommt dann die Aufregung noch mit dazu und dann willst du ja immer noch alles noch besser machen, überpaced meistens und dann passieren halt solche Sachen. Das sind ja nur Fehler, die wir gemacht haben, weil wir sahen ja geil, oder Jean-Pierre sah ja geil aus. Gut, ich fand jetzt nicht, dass ich scheiße aussah, war ja auch ein Riesenmonster gewesen eigentlich. Aber ich habe es halt nur nicht hinbekommen oder ich habe es immer verkackt mit der Präsentation teilweise. Weil an dem Körper. Ich kann mich erinnern, hinter der Bühne, 96, als ich zum ersten Mal mit Dorian auf der Bühne war, hinter der Bühne hat er so relaxed, ist er da gestanden mit so einem vollen Bauch und Zeugs. You know, so, dann ging er auf die Bühne rauf und you know, perfekt. Er muss das erstickt sein, wa? Also der hat das nicht kontrolliert. Wahnsinn. Ja. Es sind ein paar andere Fragen hier. Was war euer schwerstes Off-Season-Gewicht? Was bei dir, Heiko? 152. Ja, 340 wäre 153, habe ich bei einem Kilo. Jetzt stelle ich mir vor, ihr zwei wackelt da über die Reeperbahn mit 150. Das war Jurassic Park, original. Geil. Ja, Schlierkampf war auch ein Monster, ja, da gebe ich dir recht. Ja. Erzählt mal was Schönes von Andreas Münzer. Leider haben sich unsere Wege nur ganz am Ende gekreuzt. You know, ich habe ihn kennengelernt, ein, zwei Wochen vor der Arnold's Classic. Wir haben einen Fotoshoot gehabt für Weider in so einem Studio in Hollywood. Und ich war unwahrscheinlich impressed, wie der Fokus, den der Typ hat, you know. Wir nie irgendwie eine Pizza isst, nie was. Wir haben sechs Stunden am Tag trainiert. Andi hat mich gefragt, sagt, ist das wahr, dass du nur 8 Sätze machst? Ja. Sag ich, ja, ich habe so Muskelkater die nächsten paar Tage, das wäre Blödsinn, mehr zu machen. Er sagte mir, er trainiere 6 Stunden am Tag. Und er hat mir dann was gesagt. Er hat gesagt, weil ich habe nicht so eine Genetik wie du, ich muss viel mehr nehmen und mehr trainieren, was ich nicht denke, dass das richtig ist. So. Und dann gingen wir an die Arnold's Classic und eine Woche später am Grand Prix von San Jose war er 7., ich war 5., hat man gesehen im unteren Magen, da ist irgendwas, stimmt da nicht, genau, wenn er angespannt hat. Dann haben wir uns noch auf dem Flughafen gesehen und wir haben uns verabredet, uns eine Woche später in Zürich zu treffen oder irgendwo in der Schweiz. Er hat ein Gastposing gehabt. Und dann am Dienstag ist er gestorben. Als ich auf ihn gewartet habe am Samstag, ich habe das noch gar nicht gewusst, habe ich seine Freunde gesehen hinter der Bühne oder you know, an der Veranstaltung. Und dann hat man mir gesagt, der Andi sei am Dienstag gestorben. Also das nur mal kurz zum Thema, können Steroide killen? Ja, wenn du es übertreibst, auf jeden Fall. Ne? Ja, ich weiß nicht genau, was da abgegangen ist, außer was ich in der Spiegelzeitschrift gelesen habe. Und wenn das wahr ist, ist es natürlich ein Irrsinn. Ich glaube, er hat innere Blutungen gehabt und dann seine Organe eines nach dem anderen hat abgestellt. So. Ich kannte ihn persönlich nicht, aber ich kannte seinen Dealer, weil der hatte mir damals auch Sachen besorgt. Und der hat mich schon immer erzählt, dass der Wahnsinns-Sachen gefahren hat. Also brutal, brutal. Das was halt? Was hält JP von Ketogenic Diet, also ketogener Ernährung? So, wenn ich so, wenn du alt und fett bist und dich nicht bewegst, Keto ist kein schlechter Weg, you know. Aber wenn du dich bewegst, wenn du nichts machst, dann brauchst du Kohlenhydrate, das ist einfach so, gell? Ja. Sonst stirbt dein Körper bevor dir. am Anfang der Diät, wenn ich so vollwasserig, 150, 60 Kilo bin, 150 Kilo bin, ist es okay, so ein, zwei Wochen, um alles zu starten, you know, so ketogenic zu gehen, aber im Grunde halte ich nichts davon. Ja. Ich glaube, bei 80 Kilo Leuten funktioniert es. Ja. Und alles, was drüber ist, braucht Kohlenhydrate. Schwere Leute sowieso. Schwere Leute ohne Kohlenhydrate sterben. Ja. Also die gehen ein wie eine Primel. Das funktioniert nicht. Ja. Auch ich habe mich auch vorbereitet, als Profi immer High-Carb-Diäten gemacht und so extrem viel Kohlenhydrate gefressen. Und ganz im Gegensatz zu der Amateurzeit, da war ich auf Low-Carb, bin ich fast gestorben. Und das High-Carb ist mir viel besser bekommen. Was man dann aber auch ins Alter rein dann auch ändern muss tatsächlich. Also es wird dann mit 40 nicht mehr funktionieren. Da
Das kannst du so mit Mitte 20 bis Mitte 30 fahren. Dann musst du natürlich umdenken, genau wie mit dem Training, was du vorhin angesprochen hattest, Jean-Pierre, mit den Verletzungen. Ich glaube, das ist, wenn man immer nur schwer trainiert hat und für einen das ganz normal ist, dass man das immer wiederholt. Aber mit Anfang, Mitte 30, wenn du mal so in der Historie guckst, da haben sich alle Top-Leute verletzt. Du, Dorian, allen ist da irgendwas abgerissen. Und das war für mich zum Beispiel das Warnsignal. Ohne Scheiß habe ich gesagt, okay, die verletzen sich alle so mit 33, 35. Kalbach, du musst jetzt umdenken. Du musst weg von jetzt mehr Volumen, konzentrierter. Du hast ja jetzt Masse, mach da was draus. Mhm. Und weil, und deswegen habe ich mich beim Training auch nie verletzt. Nie, also toll, toll, toll. Meine Verletzungen habe ich mir alle außerhalb des Trainings zugezogen. Ich hab zwei Verletzungen gehabt. Drei. Eine war in Hamburg am Morgen vor dem Abflug. Ich glaube, da haben wir Trizeps oder irgend sowas gemacht. Da habe ich mir den Ellbogen verrissen. Vielleicht habe ich dir das nicht mal gesagt. Wir waren im Studio vorher. Hattest du gesagt, da war da irgendwas gewesen. Ja. Aber es war ja auch natürlich totaler Blödsinn. Ich habe kaum geschlafen. Ich war schon ziemlich in guter Form, da so ein super schweres Trizeps-Training zu machen. So auf der Reise hätte ich da lieber ein bisschen rumpumpen sollen. Und dann habe ich eine Wadenverletzung gehabt vor dem 98 Olympia, war ziemlich harmlos. Und dann die große Verletzung am Ende, über die ich schon mehrmals gesprochen habe, was kann man nicht mehr so in dem Grunde zählen, weil ich mich nicht mehr seriös, weil ich nicht mehr seriös war, you know, wenn es ums Bodybuilding ging. Aber sonst war ich so ziemlich, habe ich eigentlich keine Injuries gehabt, wie ich sagen wollte. Dann habe ich hier, ist Insulin im Schwergewicht notwendig? Ist es nicht so einfach zu beantworten. So, da gibt es verschiedene Gründe, um Insulin zu nehmen. Wenn die Jungs Peptides oder Wachstumshormone nehmen, über längere Zeit kann es sein, dass deine Insulinsensitivität sich ändert. Dass dein Morgenblutzucker schon sehr, sehr hoch ist, einer der Nebenwirkungen von den Wachstumshormonen. Dann muss man ein lang wirkendes Insulin nehmen. You know? Und dann gibt es dann, wenn jemand in guter Form ist und die Blutzucker ist ständig in der 130, 40, 50, zwei Stunden nach der Mahlzeit, dann macht es dann keinen Sinn, mehr zu essen. Und, you know, und einfach immer mehr zu essen, wenn die Nahrung nicht mal irgendwie absorbiert ist von der Mahlzeit vor, so Insulin hilft. Was nicht gut ist, ist, wenn dann die Jungs nicht in guter Form sind, schon ein bisschen fett sind und dann einfach mehr Insulin brauchen, um mehr zu essen. Das ist nicht gut. So in dem Sinne, es gibt zwei verschiedene Gründe, um Insulin zu nehmen, um etwas mehr Food zu verarbeiten und wenn man es braucht, weil der Körper nicht genug Insulin herstellt. So, wenn immer ich mit jemandem anfange, der sagt, ja, ich möchte kein Insulin nehmen, sage ich, ja, was, wenn du es brauchst? Was, wenn dein Körper nicht genug produziert? Ich kann dir die Frage so nicht beantworten. Ja. Werden wir Insulin nehmen und was für Insulin nehmen? Weil Insulin ist sehr powerful und Insulin bringt dich nicht um. You know, Steroide und Wachstumshormone können dich auf die lange Sicht umbringen. Ja. Was haltet ihr von Anti-Aging? Was wir alle machen hier. Ich bin ein großer Fan von... Großer Fan von Peptides, Cardio, vernünftiges Essen. Zu dem Thema müssen wir uns nochmal beide kurz schließen, glaube ich. Vernünftiges Essen meine ich natürlich. Ja, klar. Ja, ich hab so meine Probleme damit, aber ich versuche es. So. Meine Frau hilft da nicht sehr, you know? Sie möchte mich fett sehen. Fett, you know? So, sie Scheiße. Ich habe auch so eine super Köchin. Das ist schon nicht einfach, aber yeah. Gut. Es schadet mir nicht. Again here. Du, wie hast du das gerade gemeint? Du warst dann nicht mehr seriös im Bodybuilding. Das habe ich nicht ganz verstanden. 2002 oder 2003, wenn ich einen Unfall gehabt habe, habe ich ja nur noch das Geld kassiert von Weider, aber habe ich schon voll gearbeitet als Trainer. Ich wollte nicht mehr auf die Bühne. Aber, das hast du mir gesagt, ja. Ja, ich musste den Vertrag behalten, weil die Green Card immer noch in Bearbeitung war. Aber ich habe voll gearbeitet. Ich habe 5, 6 Trainer, die für mich gearbeitet haben. Ich hätte nicht mehr so Sachen machen sollen, wie schwere Kniebeugen für einen Fotoshoot. Aber der Vertrag wurde ständig erneuert und ich bin da immer so ein bisschen noch,
auf dem Stoff gewesen, aber seriös wie die Jahre zuvor mit Ambitionen, um Wettkämpfe zu gewinnen. Ach, du meinst du das? Die hatte ich nicht mehr, nein. Okay. Hier, Frage an Heiko, Ben und Jean-Pierre. Ihr alle drei waren sehr gute Bodybuilder. Wie schwer ist dieser Sport wirklich Gelenke, psychisch, Disziplin? Ja, das ist eine irre geladene Frage hier. Die yeah. Psyche, reden wir mal über die Psyche. So, nach so etwa 10 Jahren auf Steroiden habe ich etwas Mühe gehabt. Ich wurde ein unglücklicher, grumpy, keiner Idiot. Ich weiß nicht, ob das mit den Steroiden zu tun hat, aber es ist nicht einfach, you know, wenn man so der Mittelpunkt ist jeden Tag, wenn man sehr jung ist, wenn man all die Mittel nimmt, um irgendwie glücklich zu bleiben. Ich meine, wenn man zum Beispiel ein großer Unterschied, wenn man vom Ronny zu mir rübergeht. Ronny war ein glücklicher Kerl, sehr einfach, sehr glücklich. Ich war ein bisschen mehr kompliziert und ich glaube manchmal, dass die langjährige die Steroide da irgendwas dazu beigetragen haben. So, es ist nicht einfach, you know, die Psyche und all das unter einem Mantel zu behalten, da keiner, ja. Die Gelenke, wie sind deine Gelenke heute, Heiko? Also alle Gelenke obenrum einwandfrei. Ich hatte nur durch meinen Unfall, wo ich mir beide Patellasehnen abgerissen hatte, da beim Go-Kart-Fahren, dadurch habe ich jetzt so ein bisschen Probleme, wo die Muskulatur atrophiert. Dadurch hatte die Bändersehnen doch mehr zu tun, wo die Muskulatur noch da war. Da hatte ich damit eigentlich gar keine Probleme gehabt. Also es hat sich alles gut zum Guten gewendet gehabt nach der Operation. Handgelenke, Schultern, noch nie, kenne ich gar nicht sowas für ein Problem. Also wir haben ja mit 30er, die jammern ja schon rum wegen Arthrose in den Schultern und können nichts mehr bewegen. Ich weiß nicht, ob das genetisch bedingt ist bei mir, weil ich habe ja nur auch sehr, sehr schwer trainiert und auch Verschleiß. Und toi, 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 auch der Rücken. Ich habe jetzt nur im unteren Rücken eine Spinalkanalverengung. Das hat aber nichts mit zu schwerem Training zu tun. Das ist einfach, dass da, wo die Nerven reingehen in die Wirbelsäule, diese Kanäle verengen sich und dadurch sind meine Nervenstränge permanent entzündet. Und das so seit 1,5 Jahren circa. Da habe ich tatsächlich richtige Probleme. Wäre ich auch nicht um eine OP drumherum kommen. Da werden die aufgefräst oder aufgebohrt und dann haben die Nerven da wieder Spiel und dann ist das besser. Aber die Wirbelsäule an sich, wie vom Pferd, einwandfrei, gar nichts. Ja. Toi, toi, toi. Und ja, wie gesagt, jetzt mit dem Bein, ich war vorhin im Hund draußen, habe ich schon gemerkt, umso länger wie ich gehe, tut es mir in der Kniekehle weh, als ob da, keine Ahnung was, aber toi, 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 also sonst nichts mehr. Ja. Bei mir jetzt, das rechte Knie hat Arthritis, habe ich im rechten Knie, also seit ich das ersetzt habe, kein Problem. Meine rechte Schulter ist nicht 100%, aber ich kann gut trainieren. Hat etwas Arthritis in meinem Nacken, aber nichts Großartiges. Da ich in einem trockenen Klima lebe, habe ich eigentlich überhaupt keine Probleme. Wer ist der beste Bodybuilder Deutschlands aller Zeiten? So, seit ich ja der einzige Nicht-Deutsche hier bin, gebe ich mal meinen Kommentar dazu. Das muss man auf einen Tag festlegen. Ich würde sagen, also wenn du mich fragst, ist das 2002 Markus auf der Night of Champions? Ja, meine, da muss man schon irgendwie das gesamte Resümee, you know, nicht eine Form vielleicht. Okay, so, okay. So, dann ist klar, Wolf ist der Beste. Will Kosch, Ruhl, Schlierkampf, irgendwie 2, 3, 4 und dann wahrscheinlich der Heiko. You know, so, irgendwie so in der Richtung. Roland war auch noch gut. Roland Schurlock, ja, ja. Gleich vor dir, you know, ja. Hinter den drei Jungs. Ja, absolut, habe ich vergessen. Ja. Ja. Ja, man muss es absehen. Meint man das bezüglich der Erfolge oder meint man das jetzt den Bodybuilder an sich? You know? Der Erfolge, wenn es um Tagesform geht, Markus 2002 ist schwer zu sagen. Ja. 132 Kilo ripped, full, hart, rund, brutal. Best. Hat mal jemand so schön gesagt, da sah er aus wie der Endgegner von den Avengers. Ja, genau, richtig. Nee, in der Form wäre er auch Mr. Olympia geworden, 2001 oder 2002. Gar kein Thema, aber Ronny nicht so gut. Unglaublich. Das war auch die Zeit, wo wir den gleichen Trainer hatten.
und wo ich so ungefähr zur selben Zeit auch meine Bestform hatte. Mhm. 2003, 2004, 2003, ja. Mhm. Da, wo ich so unwahrscheinlich trocken war, da gibt es auch so Bilder mit 3% Körperfett und so ein Scheiß und knapp 125 Kilo. Da haben sie mich schön durchgereicht und schön verarscht, weil ich Rookie war halt. Und ich habe mir den ganzen Scheiß immer reingezogen und erzählt und habe mich dann daran wieder motiviert fürs nächste Jahr. Aber hier ist deine Frage, Kevin, oder eine Aussage. Du solltest die Posen länger halten. Wir haben da Insta über unterhalten heute. Meine Präsentation war nicht, wie es sein sollte. Aber du hast ja wenigstens gepostet. Hm? Du hast ja wenigstens gepostet. Heute machen sie ja Pflichtposen nach Musik. Ja, genau. Du hast ja kaum jemanden, der richtig schön posen kann. Kennst du Tim Budesheim und seinen Coach Stefan Kienzo? Was hältst du von denen? Ich werde den Tim kennenlernen in 4 Wochen. Wir trainieren zusammen in Zürich. In Zürich in 4 Wochen. Okay. Seinen Coach kenne ich nicht. Vielleicht ist er dort so. Ich werde den kennenlernen. Ihr kennt die Jungs wahrscheinlich besser. Ja, ich meine, ich bin ab und zu mit Tim privat in Kontakt. Ich versuche mal einen Podcast reinzukriegen, aber der ist immer so ein bisschen, weiß ich nicht, der will nicht so richtig, weil ich habe auch schon mal öfters was Negatives über den Tim gesagt und dann hat er auch schon mal zurückgeschossen. Aber naja, ich meine, es ging bei ihm um seine Präsentation, die ja manchmal wirklich absolut grausam war. So. Well, ich freue mich, ihn kennenzulernen, so kann die Frage besser beantworten in ein paar Wochen. Genau. Mach das. Tim ist ein feiner Bengel, leider etwas zu sensibel, was Ben gerade angesprochen hat. Mhm. Das nimmt er sich alles sehr, sehr viel zu Herzen. Also das braucht er nicht und sollte auch nicht. Und Tim möchte, ich glaube, manchmal habe ich den Eindruck, Tim möchte allen gefallen. Er hat zwar seine eigene Meinung, aber die geht dadurch so ein bisschen unter. Und weil er sich auch manchmal vielleicht nicht ganz so geschickt ausdrückt, wie er es gerne möchte oder kann, keine Ahnung, aber ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm. Ich mag ihn gerne leihen. Leider ist er, was so solche Sachen wie hier angeht, stark limitiert durch seinen Social Media Operator, nenne ich mal, oder so, keine Ahnung, der dann sagt, nee, das geht nicht, ja, das geht. Da hatte ich auch so meine Problemchen schon gehabt. Kennt ihr seinen Coach? Na, Stefan Kinzel ist eigentlich sehr bekannt. Sehr bekannt mittlerweile, weil er sehr, sehr viele gute Athleten hat. Stefan Kinzel pickt sich die ganzen Trauben raus und setzt dann die Feinstellschrauben an. Stefan Kinzel hat jetzt noch keinen von Anfang bis Ende begleitet. Ne? Also der hat die ganzen Top-Jungs und Top-Mädels unter sich und reist mit denen durch die Welt und kassiert ihren Sieg nach dem anderen ab, in meinen Augen. Und bei Schwergewichtlern stößt er komplett an seine Grenzen, weil er kriegt das, glaube ich, nicht hin, einen Schwergewichtler so hinzustellen und so trainieren zu lassen. Er macht so ein bisschen Standardprogramm. Alle trainieren das HIIT-Training, da, ob Bikini oder Schwergewicht. Ja. Also die haben alle so ein bisschen das Trainingssystem drin. Und das ist das, was mir so anstößt. Deswegen verbrenne ich mich natürlich auch immer und bin immer Bad Heiko, ist klar. Aber ich sage halt meine Meinung dazu, weil ich auch meine Erfahrung habe, weil ich ja einer von aus dem Schwergewicht komme und weiß, wie es geht. Stefan ist ein sehr guter Theoretiker und bekommt bis Classic Physik alles fantastisch hin. Die Jungs sind alle, die werden alle bei Olympia in der Top 6 sein, denke ich mal. Also, wenn sie so kommen, wie sie kommen sollen. Der Urs Kalitschinski und der Fabian Meyerl, das sind die nächsten Mr. Olympia in der Classic Physik, definitiv. Die werden Chris Bumstead ablösen. So, Fabian Meyerl ist der Typ, der was 7. oder 8. war in der Physik Classic. Ja. Ja, der ist neben mir gesessen. Achter. Ja, der ist neben mir gesessen am Swiss Grand Prix letztes Jahr. Das ist ein netter Kerl. Hier ist eine Frage hier. Nur mal kurz, deswegen hat Stefan auch keine Schwergewichtler im Prinzip. Ja. Achim Albrecht, bist du mit ihm auf der Bühne gestanden? Was hältst du von ihm? Ja, nein, das war vor meiner Zeit. Ich habe ihn kürzlich kennengelernt. Der ist bei mir ins Büro reingelaufen. Ich habe ein Büro in einem Wellness-Center, so Cryotherapie und Anti-Aging-Zeugs. Ich habe ein Büro, ein Studio ist neben mir ist ein Studio. Und der ging ins Studio rein, weil
er hierher ziehen will. Die haben sich ihre Häuser angeschaut. So, dann hat man ihm gesagt im Studio, geh mal darüber ins andere Gebäude dort. Da ist jemand, der so wie keiner wie du ist. Dann plötzlich kam der Achim rein dort. Ich habe ihn dann zum ersten Mal kennengelernt. Sehr, sehr nett und natürlich auch einer der ganz Großen des deutschen Bodybuilding. Ja, der war bei uns im Studio. Wir haben zusammen trainiert damals in Köln. 87, 88, 89. Frage an alle drei. Welche sind eurer Meinung nach die drei besten Bodybuilder aller Zeiten? I don't know. It's hard. Ronnie. Nummer eins. Lee Haney. Arnold Schwarzenegger. Ja. Arnold zu seiner Zeit sicherlich. Oh, ja, aber wenn man jetzt drum geht, you know, Form, dann ist Ronnie, Phil Heath, Dorian Yates. Ja, ja. Ich hätte Ronnie, Dorian, Phil Heath. Ja. Top 3, auf jeden Fall. Und dann, ja, Phil Heath fand ich persönlich jetzt weiter. 2011, 2012. Weit aus dem Fenster gelehnt. Er hat nicht die perfekte Genetik, was den Knochenbau angeht. Muskulatur brutal, aber halt, er war halt da oben sehr limitiert in der Schulterbreite, aber hat natürlich das nötige Fleisch draufgepackt. Hätte er jetzt noch das nötige Knochengerüst mitgemacht, aber hätte er unten nicht geschissen, hätte er einen Hasen gekriegt. Also hat er nicht gehabt, aber sah trotzdem unglaublich, die Muskulatur von ihm sah unglaublich aus. Der hatte auch so einen fetten, miesen Arm dran gehabt. Ja. Das war schon schön. Schade, dass er so zur aktiven Zeit so ein bisschen, wenn man ihn Backstage kennengelernt hat, ein bisschen unsympathisch rüberkam. Das hat viele Männer Sichtweise zu ihm kaputt gemacht. So. Aber das hat er jetzt in seiner Zeit danach versucht, gut zu revidieren. Halt. Ich weiß nicht, ob es aus wirtschaftlichen Gründen nur ist oder ob er jetzt wirklich so ist, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber zu seiner aktiven Zeit mochten ihn, glaube ich, nicht viele Leute. Ja, so ich ein paar Mal, wenn ich irgendwo kommentiert habe, hat er sich eingemischt mit blöden Kommentaren. So, aber es ist nicht, dass ich ihn kenne, es ist so eine Social Media Ding. Ja. Und hier ist eine Frage hier. Der Unterschied, wie unterscheidet sich Bodybuilding von Natural und unterstützenden Athleten deiner Meinung nach? Oh, da bin ich raus. Ja. So, ich habe einen guten Freund, der Natural Mr. Olympia war. Ich meine, es ist gleiche Dedikation, das gleiche Training, gleiche Ernährung. Es braucht viele, viele Jahre. Was kann ich sagen? You know, ich war Natural Mr. Olympia. Hey, hey, 2001. Ja, aber ich rede da nie drüber. Was bedeutet mir nichts? Ich bin ganz ehrlich. You know? So. Was war da los? Warst du allein auf der Bühne oder was? Ja. Ey. Oh, Alter. Böse Waffen. Wer wird Top 3 beim Mr. Olympia sein? Geh mal, Heiko, was denkst du? Also, wenn Rami in Form kommt, dann Rami unschlagbar. Kein Thema. Ja, er muss aber on point kommen, sonst gibt er ab. Hardy Chopin wird Zweiter in meinem Buch. Sehe ich auch so. Aha. Und dann bin ich mir so ein bisschen unschlüssig, weil ich habe Bilder gesehen von Brent Curry, dass er nochmal einen richtigen Satz gemacht hat. Wenn er den tatsächlich gemacht hat, dann könnte der tatsächlich in die Top 3 rutschen. Ansonsten rutscht eventuell sogar, ich weiß ja nicht, wie es sportpolitisch gehandhabt wird, vielleicht rutscht sogar Nick Walker rein. Kann sein. Er hat in der Mitte viel gearbeitet, also er sieht jetzt auf den letzten Bildern nicht mehr ganz so wie so ein Kühlschrank aus. Und wenn er das Paket so ein bisschen mit einer vernünftigen Mitte bringt, da ist er auch Fleisch ohne Ende dran, dann könnte es sein, weil er jung ist, Rookie ist und sich gut verkaufen lässt, dass sie ihn vielleicht sogar in die Top 3 holen. Aber im Normalfall, wenn Brent Curry so draufgepackt hat, wie es auf den Bildern wirkt, dann denke ich mal, dass Brent Curry eventuell sogar... Ich denke, dass Brandons Bilder immer unwahrscheinlich gut sind vor den Wettkämpfen und dann die Beine und Glutes jedes Mal wieder aufs normale Maß runterkommen auf der Bühne. Und ich glaube auch, dass er klar geschlagen wurde von Bonac an der Arnolds Classic, auch wenn es die Juroren so nicht gesehen haben. Ja. Und bin ich bei dir.
Ich glaube, dass nur ein Typ, wenn ich die Off-Season-Bilder mir ansehe, eine Chance hat gegen Rami, und das ist der Samson Dauda. Ja, er ist auch richtig gut geworden, das stimmt. Muss man, aber wie du auch gerade gesagt hast, muss man gucken, was drüber bleibt. Ja, Der sieht genau. jetzt abartig geil aus, habe ich auch total auf dem Schirm in der Top 6. Aber ob er es in die Top 3 schafft, das wird Und schwer. dann vom Social Media, von was die richtig wollen, die Juroren, da ist natürlich der Walker und dann der Hunter Labrada. Und du Die hast dürfen. das Problem, Brandon war Mr. Olympia. Das ist immer so ein extra Bonus. Ja, Kannst du mir ja. sagen, was du Und willst? was sagst du zu dem? Andrew Jack? Ja, Andrew Jack. Wie siehst du den? Wir wissen mehr nach diesem Wochenende. So wie man sagt, hat er sich nur sehr kurz vorbereitet für den letzten Wettkampf, und das soll viel, viel besser und größer sein dieses Wochenende an der Arnold's UK. Aber gute Chance, Top 6, 6, 6, Ja, 7 vielleicht, you know. ja, Ich ja. dachte, du brauchst schon noch ein bisschen mehr so Fülle überall rum. Ja. Der ist auch sehr, sehr groß, aber er hat so eine Crisp, so eine crispen Look, so ein Jung, you know, so, Er sieht geil aus. ja, Ganz richtig geil, so. ja. Ja, Absolut. dann, du darfst ja nicht vergessen, die gehen ja auch so ein bisschen nach Trends. Die wollen ja Trends auch setzen. Ich glaube, da passt der momentan richtig gut rein. Deswegen könnte ich mir vorstellen, einfach, dass sie aus dem Grund schon ein bisschen bevorzugt werden. Ja. Was zum Beispiel gar nichts werden wird, ist der Rafael Brandão. Das sind so diese Hybriden. Das sind so Leute, die sind keine Schwergewichtler, sind aber auch zu so fett für die Classic Physik. Die stehen so dazwischen im Niemandsland, aber haben sich qualifiziert dafür. So, und davon gibt es ja einige dieses Jahr. Die werden, glaube ich, so um die Top 10 sich tummeln, aber werden da vorne nichts zu Denkt ihr, melden dass haben. der Ian Boyer nach hinten oder nach vorne geht? Nach Nach hinten. hinten. Nach Ja. hinten. Ja, absolut. Leider. Drücke ich Weil mal Auge, der aber. Johnson, Dauda und der André Jack, die werden vor ihm sein, auf jeden Ja, der Fall. Ian, der hat auch zu viele große Schwächen am Körper, finde ich. Ja. Seine Brust zum Beispiel. Und er ist zwar auch hart und klotzig und groß, aber die Muskulatur an sich weist jetzt nicht so eine große Qualität auf. Ja. Ne? Das stimmt. Zum Teil, der Hunter Labrada hat das ein bisschen, wenn man denkt, die Qualität, die sein Vater hatte, und der wird vom Vater trainiert, so, es sieht auch so unwahrscheinlich wässrig aus, wenn es von der Qualität her. Ja, der wird noch ziemlich einlaufen bis zum Olympia, glaube ich. Wo ich gespannt bin, der hat ja jetzt dieses Special Invite bekommen hier, der Derek Lunsford. Ja, Da bin auch ich mal gespannt, was sehr da gut. hängen bleibt. Mit Derek war noch nie hart in der Brust, Schulter und in den Armen. Nicht mal letztes Jahr. Es hat nie eine Rolle gespielt, weil er so viel größer war oder massiger war und die Rückenposen so unglaublich waren. Aber ich glaube, in der offenen Klasse muss er zum ersten Mal hart sein in der Brust und Schulter. Ja. Aber natürlich auch vom Social Media, von seinem Gesicht und all die Sachen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass er nicht in den ersten fünf ist. Weil ich glaube, bei ihm, er musste sich immer so runterdrücken in die 2:12, auch wo er letztes Jahr, wo er ja gewonnen hat, dass die ihn wahrscheinlich so entwässert haben, dass er dann Ja, so kann sein. flach geworden ist, weißt du? Ja, kann gut sein, ja. Unglaublich, dass der beim Einbiegen 96 Kilo gewogen haben soll. Unvorstellbar für mich, wenn man den jetzt so sieht. Ne? Und wie gesagt, Was war in besser, aber was er ist ein der? super schöner Bodybuilder, muss man sagen. Also, Ja. Absolut. Es wirkt sehr männlich, hat eine wunderschöne Linie und alles sieht so gut platziert und massiv aus, nicht übertrieben, aber so ein bisschen wegweisend so fürs Schwergewicht, fürs neue, moderne Schwergewicht. Ja, ich werde hier aufmerksam gemacht, dass ich Ronny Rockl vergessen habe. Oh, Das ist dann richtig, ja. Ronny stimmt, Rockl haben wir vergessen. einer Tut mir der leid, der nicht nur einer gehört. der besten Profis Deutschlands, sondern weltweit auch in seiner Größe. Und er hat so viele Profikämpfe bestritten wie kaum jemand. Das stimmt, ich glaube 70 oder so. Ja, also brutal viel. Ja. Und War war das stark neun, viel so. ja, war das 90er Jahre Mr. Olympia Lineup besser als das heutige? Ende der 90er, ja. Ja, Ja, ich meine, er war eine absolut. unwahrscheinliche Dichte. Wenn ich vor allem sehe,
was es gebraucht hat, um amerikanischer Meister zu werden. Wenn dann manche Jahre Ronnie Coleman Fünfter war und Matt Menschau Vierter und so Sachen. Überleg dir das mal. Oder auch diese normalen, die jetzt kleineren Meisterschaften, die früher da waren, so, keine Ahnung, so San Francisco Pro oder was es auch immer war. Da waren die Top 6 so brutal, wo du auch mitgemacht hast. Das hätten auch die Top 7, 8 bei Mr. Olympia sein können. Also. Aber dann heute natürlich, wenn ich mir die Jungs ansehe von der Physikklasse, die stärker und stärker und stärker werden, die werden alle Bodybuilders, you know, in den 90er Jahren. So, natürlich wäre die Dichte etwas besser. Ich war letztes Jahr an der Junior Nationals und als da die Jungs mit den Surferhosen reingekommen sind, war ich schon echt beeindruckt. Ja, die brutal entwickelt, ne? Brutal. Das heißt, mit kleinen, schwulen Jungs, da sind richtige Kracher dabei. Teilweise denkst du, der ist in der Men's Physik, geht doch gar nicht. So, natürlich wäre die Dichte höher heute, auch in den kleineren Wettkämpfen, wenn all die Jungs in der Open-Klasse wären. Bei Mr. Olympia, die haben zwischen 105 und 110 Kilo, die Jungs, die top sind. Muss ich mal vorstellen. Und überlege mal jetzt so, überhaupt wie Jean-Pierre schon gesagt hat, die Pro-Card zu bekommen, wie schwer das damals war und trotzdem so eine hohe Dichte da war. Ein Edgar Fletcher zum Beispiel, nie Profi geworden, ein Riesenkummer, war mir immer unverständlich. Der wäre heute, keine Ahnung, Arnold Classics Gewinner, bei den Profis wahrscheinlich. Ja. Ne? Also ich kannte ihn persönlich. Ausständig in Form kommen, neuerdings. Ja. Musste nur noch zum Mr. Olympia in Topform kommen. Ich habe ein paar Mal mit ihm trainiert, ich kannte den Edgar Fletcher, der war in Gummersbach. Eine ganze Zeit lang. Captain Einsicht, kennst du den Roman Fritz und würdest du mal ein Training mit ihm machen? Ich kenne ihn nicht persönlich und klar, wenn er in Zürich ist, wenn ich da bin, kein Problem. Ich kenne den Typen nicht und leider hoffe, dass ich ihn kennenlerne. Die fragen mich da über Dennis James und seine, wo er reinpasst in den Deutschen. Dennis James ist nicht ein Deutscher, ist ein Amerikaner. Ja. Er ist in Deutschland aufgewachsen. Das ist das Ding. Aber er ist Amerikaner, ja. Der musste auch zu den Nationals gehen, um sich zu qualifizieren in Amerika. Für die Pro-Karte. Muss man auf ein bisschen Level mit Öl arbeiten, um mit der Muskelmasse mithalten zu können? Nein, hundertprozentig nicht. Das wird mir immer unterstellt, dass ich nur mit Öl voll war, die Arme. Sag ich, ey Leute, dann ist ja jeder von euch auf Öl, weil jede Injektion hat ja eine Trägersubstanz, eine ölige. Und wenn ihr das damit meint, dann ja. Ansonsten nur, um sich den Arm dick zu machen, auf gar keinen Fall. Aber da hast du ja heute diese ganzen Nachwuchsexperten, die dann Kanal aufreißen und versuchen, dich in schlechtes Licht zu rücken, weil die nicht ansatzweise in die Reichweite von den 60er Armen kommen würden, ne? Wie ihn damals hatte. Also, und dann wird so eine Scheiße gelabert. Das regt mich zum Beispiel mal auf, das muss mal loswerden. Ja, nee, das ist Eifersucht. Das ist es. Sonst gar nichts. Ja, und diese ganzen Wissenschaftsbodybuilder, die gehen mir so auf den Sack. Ey. So, aber die sehen doch alle scheiße aus, Heiko. Come on. Sehen doch so kacke aus, haben nie irgendwas erreicht, träumen davon, deutscher Meister oder sowas überhaupt zu sein. Also kommen jetzt, ey. Bevor die nächste Frage vor uns kommt, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, wollte ich nochmal ganz kurz loswerden. Weißt du eigentlich, wie ich mich damals gefreut habe, wo ich in Palm Springs mich vorbereitet habe und wo ich dich besucht habe, was mir das bedeutet hat? Das war so irrsinnig, wahnsinnig für mich. Wo bin ich doch zu dir ins Gold Gym gekommen? Da hattest du aber Termine gehabt, deswegen konntest du ja nicht. Und dann bist du mich doch besuchen gekommen bei dem Haus von Ed Connors, wo ich gewohnt habe. Ja. Das war doch geil, so ein Scheiß. So eine Sachen bleiben dann in meinem Kopf hängen. Das waren richtig tolle Erlebnisse. Das wollte ich dir nochmal sagen. Da habe ich mich damals so brutal gefreut, dass wir uns irgendwo auf der anderen Weltseite wieder treffen und da dann schnacken. Du kamst mit deiner Corvette an, da weiß ich noch, und ich hatte da einen riesen Palast von Ed Connors bekommen zum Wohnen. Das war schon echt Wahnsinn. Jeder hat bei Ed Connors gewohnt. Jeder. Ich war nur einmal bei ihm. Es war mir zu, waren zu viele Bodybuilders für mich dort. Ich war ganz allein. Da war niemand. Ja, nicht zu meiner, 96, 95, you know, das Haus war immer voll. So, ich war einmal dort in 96 für 6 Wochen. Ich glaube, der Gunther,
Schlierkamp war auch dort. Ich habe ja früher den, ich habe mal ein kleines Geheimnis, ich habe ja früher den Gunther nie gemocht. Du, ganz ehrlich, ich habe das auch schon mal gesagt. Ich habe den Gunther ja persönlich nie so gekannt, aber ich hatte einen guten Freund, der besitzt den Hollywood Smoke in Santa Monica. Und der hat damals immer Arnold's Zigarren Night veranstaltet und so weiter und so fort. Und manchmal kam der Gunther da rein und dann hat er so erzählt und ich wie gesagt, ich habe ihn persönlich nie gekannt und dann habe ich ihn versucht so auf Deutsch, ne, hey, Günther, sag mal so und so. Da hat er mir erstmal nur auf Englisch geantwortet, sodass jeder das auch verstehen konnte. Und der war so fucking arrogant, ja, like, holy fuck. Nichts von dem Sonny Boy Benehmen, wo man so glaubte, ne, wo er immer so auf der Olympia und man ihn so gesehen hat. Der war total anders, ey, habe ich auch gedacht, boah, was für ein Arsch, der Günther, ja. Aber ich bin mir sicher, würden wir uns heute treffen, ist all okay, wenn ich seine sein Instagram mir ansehe, mag seine Familie sehr, you know, sieht gut ja. aus. So alles. Nee, ich rede von 2002, genau, 2003. Genau. Ja. Krass. Ob ich jemanden an einem Olympia-Level kenne, also einen guten Profi, der nie mit Earl gearbeitet hat. So, gehen wir mal zu mir hier. Ja. Die Leute sagen, du hast darüber gesprochen, dass du mit Earl gearbeitet hast. Ich habe ein paar Injektionen gemacht. Zwei vor dem 97 Olympia und dann am 98 Olympia 4-5. You know, vor dem Wettkampf. 98 hat das scheußlich ausgesehen. 97, ich weiß nicht, ob es die zwei Injektionen was gemacht haben, aber richtig mit Öl, wie man das mir hier vorhält, ich habe nie mit Öl gearbeitet. Ja. Yeah. Das sieht ja auch scheiße aus, das sieht man doch. Ja. Sieht man. Ja, da siehst du aber, dass die gar kein anatomisches Verständnis haben, die Leute. Ne? So ein Syntholarm, der ist einfach nur dick. Da hast du keine Bizepsteilung, da hast du gar nichts. Das ist einfach nur ein Klumpen dran. Ne? Und Am Wettkampf, was willst du damit? Ja, hier ist hat Coleman mit Öl gearbeitet? 99% sicher nicht. Nein, glaube ich nicht. Nee. Aber die Leute, da siehst du mal, dass sich die Leute das gar nicht vorstellen können, dass man sich so entwickeln kann durch fleißige Arbeit. Ich sehe das ja bei meinen PTs immer. Die Leute, die denken immer schon, die trainieren Endlevel. Dabei ist es 50%, wenn überhaupt, was der Kopf zulässt bei denen. Als guter Coach musst du im Endeffekt nur sehen, dass du hier oben die Schranken aufmachst bei den Leuten. Weil der Körper, der kann ja viel, viel mehr abrufen, als wie die Leute aufbauen. Und solche Leute stellen dann solche Fragen und dann werden Gerüchte gestreut. Und das ist halt das, was uns immer so ärgert, denke ich mal. Weil aus dem Nichtwissen der Leute dann in der Öffentlichkeit eine Meinung entsteht, dass wir nur zugestopfte, zugeölte Vollidioten sind. Und das ärgert halt, ne? dass hier drei intelligente Menschen sitzen. Das kommt ihnen gar nicht in den Sinn. Ja, wer glaubt denn, dass Ronnie Coleman Weltmeister geworden ist, natural? Kein Mensch. Das kannst du denen versuchen klarzumachen, das glauben die einfach nicht. Und dann sage ich, hey, der hat 225 Pfund gewogen. Und dann hat der mal Stoff genommen, wo er die Schnauze voll hatte, immer 9., 10. Bei den Profis zu sein. Und dann auf einmal, bumm, war 300 Pounds. Wie soll das denn funktionieren, wenn du vorher schon auf Stoff warst, dass du 75 Pounds auf Muskeln noch zunimmst? Ja? Ja, der war natural, aber mach das mal einem begreiflich. Die verstehen nicht, wie wichtig die Genetik ist. Die Genetik, die ein JP Fuchs hatte oder ein Heiko Karlbach. Die viel besser aussehen wie jeder andere, der voll ist mit Stoff. Ja, aber da fehlt halt das Grundwissen der Leute in Bezug zu dem Sport. Dass man muss sich irgendwie das zu rechtfertigen im Kopf, you know, eine Ausrede haben, warum sind die Jungs so gut? Da muss irgendwas Verrücktes sein. You know, das ist genau, was es ist. Ja. Ja. Ich meine, die meisten Leute haben keine Ahnung, was wir da reingesteckt haben. 24 Stunden am Tag, über 10, 12, 13, 14, 15 Jahre. Ja, genau. Ich glaube, zwischen meinem 15. und 33. Altersjahr, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals eine Mahlzeit verpasst habe. Ja. Ich habe vielleicht 2, 3, 4 Trainings verpasst, weil ich so müde war, dass ich mich entschieden habe, einen Tag auszusetzen. Ja. Ja, aber überleg dir das mal. Ihr habt auch das ganze Leben
um das andere Leben drumherum gemacht. Sag mal, ihr geht ins Kino, dann habt ihr Tupperware mitgenommen. Genau. Ihr genau wisst, oh, alle 2 Stunden muss ich essen, muss ich das machen, das machen. Wir haben so das ganze Leben danach gelebt. Normale Menschen würden das 15 Minuten hinten drin war, habe ich da schon irgendwie fast Panik gehabt. Ja, ja. Heute sehe ich manche Sachen ein bisschen anders. Ich habe immer gedacht, zurzeit, ich kann nicht arbeiten, ich muss mich voll aufs Bodybuilding konzentrieren. Ich wollte Anwalt werden. Heute, wenn ich zurückdenke, ich hätte beides sein können, at least, wenigstens sehr, sehr lange. You know? Und die ganzen Stunden, die ich zu Hause gesessen bin, vielleicht an einem Computerspiel oder auf die nächste Mahlzeit gewartet habe, da hätte man was Besseres machen können. Aber wie gesagt, Nein. Der Ronny hat gearbeitet. So, heute, you know, ich habe das so gemacht, wie ich es am besten gewusst habe, wie ich gedacht habe, ich machen muss. Ja, so kann ich mir da nichts vorsetzen. Gell? Ja, aber ihr seid beide absolute Top-Profis gewesen. So. Das hat ja funktioniert bei dir, Jumpy. Hat man noch gesehen. Du hast doch alles richtig gemacht, was das angeht. Da brauchst du dir doch gar nichts vorwerfen. Ja, genau. Okay, warte mal. Ne? Also klar, die letzten paar Wochen, das hat er leider verhauen immer. Ja. Hat ihm halt der richtige Trainer gefehlt. Schade. Nee, ich glaube mal, Jean-Pierre, der ein Problem ist, ich kenne ihn ja nur, oder ich habe ihn ja damals so kennengelernt, und Jean-Pierre hat auch seinen Dickkopf. Genau richtig. Da hätte sonst was für einen Trainer nebenstellen können. Ich schwöre dir, Jean-Pierre, hätte der eine andere Meinung zu dem, was er gesagt bekommen hat, gehabt, hätte er seine Meinung mit einfließen lassen in sein Training. Er hätte nicht bedingungslos auf irgendeinen Trainer gehört, er seinen Körper kannte, er wusste, wie es funktioniert und er war auch probierfreudig, was Trainings- und Trainingssysteme oder Ernährungssysteme anging. Ne? Also wenn wir uns da unterhalten haben, ich habe immer mit so einem Ohren da gesessen, da, oh alter Wahnsinn, ne? Also ich habe das alles wie so ein Schwamm aufgesogen. Aber man hat auch klar rausgehört, das ist ein Mann, der hat einen richtigen Dickkopf. Das ist schon so. Ich kann mich erinnern, jedes Mal, wenn ich beim weiteren Büro war, hat er mir die Nummer von Chad Nichols gegeben. Jedes Mal, ja. Yeah. Und auf jemanden wie Chad hätte ich auf ihn gehört. Aber wie Heiko sagt, ich meine, natürlich muss es in Übereinstimmung mit mir sein. Ich hätte nie irgendwie so, wie die Jungs heute da, blind auf jemanden gehört. Ja, auf jeden Fall. Ja. Naja. Alright. Wenn wir bei Chad Nichols sind, da hatte ich immer gehört, weil ich hatte jetzt noch nie so Kontakt zu ihm, da hatte ich immer gehört, dass die Jungs, die er eine Fittiche hat, dass die einmal aufblühen wie so eine Rose und dann verlieren sie eine Niere, dann verlieren sie das, dies, das, jene. Verlieren sie eine Niere, wow. Das war nur, was ich gehört habe. Mit der Landa Murray unterhalten über, wie war das, als du mit Chad trainiert hast. Und wie sie mir gesagt hat, waren da eigentlich nur mehr so lockere Diskussionen am Telefon. Und dann so, wie machst du es? Und ich möchte, dass du das vielleicht ein bisschen anders machst. Aber da war nie so ein enges Coaching, you know, so war nie da. Und ich kann mich erinnern, dass sie hat zuerst seine Frau gefragt, was denkst du, da du jetzt nicht mehr mitmachst, wenn ich mit deinem Mann trainiere? Und so, absolut kein Problem. Und sie hat das sehr gemacht, wie der Chad das gemacht hat. Ja. Und ich glaube, er wäre der richtige Trainer für mich gewesen. Hm. Ich dachte, der hat nur die Supplements gemacht. Ich dachte, hätte sich Jean-Pierre von Chad coachen lassen, wäre er heute vielleicht tot. Nein, wäre ich nicht. Ja. Ich glaube, kaum. Wow, okay. Alright, ich habe keine Fragen mehr. Was denkst du, sind wir durch? Okay. Ja, ich meine, wir sind jetzt auch, warte mal. Ja, 1,5 Stunden. Wow, Jean-Pierre, wow. Das war richtig lange. Doch. Ja. Wow. Und Heiko war die ganze Zeit dabei. Heiko, danke dir. Ich bedanke mich für die Einladung auf alle Fälle. War großartig, mal wieder mal mit zwei vernünftigen Menschen zu reden. Das tut manchmal richtig gut, so balsam auf die Seele. Hey Heiko, hast du kein Interesse so Heiko Classic, Heiko Kalbach Classic, so irgendwas? Haben schon viele nachgefragt. Ich sage nicht nein. Lass mal abwarten, mal gucken, was die Zukunft bringt. So,
wie ich mit meinem Sponsor weiter zusammenarbeite. Und da sind so einige Faktoren, die eine Rolle spielen. Natürlich hätte ich Bock, weil ich bin ja jetzt so ein bisschen, ja, ich würde fast sagen, am Zenit meiner Popularität hier in Deutschland. Ja. Und da wäre es natürlich Zeit, so ein Event ins Leben zu rufen. Aber da muss man natürlich, das ist auch wieder mit viel Arbeit verbunden, Jean-Pierre. Ja, ist das. Ich war noch nie das Arbeitstier. Ich war ein beschissener Zuhälter. Also ich habe arbeiten lassen und habe komische Sachen gemacht. Das ist, ich würde es geil finden, aber du musst da Sponsoren an Land ziehen. Und wenn die dann in meine Historie gehen, dann denken die alle, ich will die nur abziehen. Aber du kannst leicht 20.000, 30.000 Dollar verlieren in einem Wochenende, wenn du nicht vorsichtig bist. Ja, das stimmt schon. Aber es wäre eine geile Sache, Heiko Kalbach Classic in Hamburg. Schauen wir mal, ja, so auf einem kleineren Niveau, so, ne, auf alle Fälle. Ich habe es schon im Kopf gehabt. Mal gucken, was die Zeit bringt. Wir schauen. Ich hoffe immer noch, dass die JP Fuchs Classic, was wird in der Schweiz. Wir haben einen Wettkampf in der Schweiz, einen regionalen Wettkampf, den Swiss Grand Prix. Aha. Nächstes Jahr haben wir einen zweiten, einen Profi-Qualifier. Und ich hoffe immer noch, dass mein Name da drankommt. So wäre eine super Sache. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also kann ich mir nicht vorstellen, warum nicht. Könnt ihr mir sogar vorstellen, hinzukommen extra? Bloß mal wieder, um mal ein bisschen Bodybuilding-Luft zu schnuppern und mal dich als alten Freund wieder zu sehen. Ich bezeichne dich immer noch als alten Freund. Ja, absolut. Das wäre eine tolle Sache. Würde ich mich freuen. Alles okay, klar. Guys. Okay, super, super. Nochmal vielen Dank an Heiko, dass du dich eingeschaltet hast, um deinen Freund ein bisschen zu unterstützen, mal wiederzusehen, mal was nett zu reden. Vielen Dank dir, Jean-Pierre Fuchs, dass du live dabei warst, viele Fragen beantwortet hast. Ich denke, jeder hat es genossen. War richtig, richtig geil. Nochmal Dank an euch beiden und schönen Abend nach Deutschland und dir noch einen schönen Tag, Jean-Pierre, in Palm Springs. Ist bestimmt noch super heiß da drüben. Ah, super heiß, ja. 40 Grad immer noch, ja. Ja, auf jeden Fall. Alles okay, klar, Jungs. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Euch. Mach's gut. Ciao. Ja. Tschüss. Ciao. Ja, ciao. Okay, so, super. Ich denke, das war doch mal eine richtig geile Live-Show. Ich muss doch gerade was loswerden. Finn Müller, ich muss dir eine gute Nacht wünschen. Du bist der Sohn von Sven Müller. Also damit habe ich meine Schuldigkeit getan. Wie gesagt, Jungs, super klasse, dass so viele auch eingeschaltet haben. War ja auch ziemlich interessant, denke ich mal. Mit Heiko auch noch dabei, mit Jean-Pierre und einfach eine geile Sache. Und ja, also, der Ben verabschiedet sich jetzt auch mit einer Doppelbizeps, yay! Und ja, wir hören uns wieder in ein paar Tagen mit meinem neuesten Video, weiß noch nicht was. Schauen wir mal, ihr wisst, es wird bestimmt gut. Bis demnächst, euer Ben Wellenses.